So, ich begrüße dich zum neuen Let's Play The Long Dark. Den Survival Mode habe ich schon öfters gespielt. Und ich habe lange darauf gewartet, dass endlich der Story Mode rauskommt. Und jetzt kann es endlich mal losgehen. Astrid? Astrid! Autsch. Ah, lock, da können wir rausziehen. Kein Blut. Sehr gut. Schon sehr erfroren, dass nicht blühtet. Wir müssen ein bisschen Schelter von diesem Wind finden. Okay, wir haben hier das Tagebuch. Wenn ich nicht weiss. Etwas über zu stürben. Mach ein Feuer. Verband und den Blutverlust stoppen. Okay. Dann wollen wir schnell schauen. Hat er das schon. Nein, natürlich haben wir noch nicht. Ein paar Zweige sammeln, um ein kleines Feuer zu machen. Hier, das brauchen wir. Ein Verband, gut. Erste Hilfe. Sehr gut. Holz können wir auch sehr gut brauchen. Ich denke, wir gehen einfach mal das Feuer machen. Ist doch perfekt. Als erstes das Feuer machen. Ich muss gerade wieder ein bisschen reinkommen mit. Ah, mit links, Steuerkreuz, Linksklick. Das ist das Feuer einfach platzieren. Aber ich habe noch keinen Zunder. Halt. Wie macht man denn das? Nein. Auch nicht. Hier. Und das ist auch nicht. Das ist es doch da. Und zwar können wir doch da Zunder machen mit dem. Das habe ich gesucht. Feuerzünder. Wahrscheinlich dauert es ein bisschen, bis ich da wieder reinkomme. Ich würde sagen, das ist gut. Und dann nicht vergessen, den Verband anmachen. Das Ziel in diesem Spiel war immer zu überleben viele Tage, aber hier die Geschichte weiss ich nicht genau. Wahrscheinlich ist es so eher Survival, aber mit gewissen Story-Elementen. So wie es aussieht, musst du immer so Aufgaben erledigen. Gespielt habe ich es noch nie, also keine Ahnung. Well.
Heilig, hä? Verband haben wir ja. So, Blutverlust. Ah, mein Tagebuch aktualisiert. Ah, shit. Das Tagebuch. Ist das nicht auf meinem... Dass das nicht auf dem eigenen Knopf ist, das Tagebuch. Erst die Aufgabe ist erledigt. Schneeschmelzen und so weiter. Aktuellen Zustand sowie Informationen darüber, wie kalte Mühle durstig du bist. Leere oder Radmarkierer werden bedeuten, blablabla, ja, ist klar. Sterben wollen wir natürlich nicht. Das heisst, wir suchen zusammen, was wir finden. Das Zeug crafte ich dann schon mal vor, sobald das Feuer brennt. Das ist wahrscheinlich nicht... Ah, da kann ich eine Sache ablegen. Kein Werkzeug. Jetzt noch Hagebutten. Kann ich noch nicht nehmen. Der Sichtbereich dünkt mir gar ein bisschen klein. Sammeln zuerst nur die Stöckli. Ah, da ist noch mehr abgestürzt. Sehr gut. Bis zu essen wäre, ja genau. Das war im Survival immer ein das Problem. Also, es war so random. Manchmal hast du etwas Gutes gefunden, manchmal nicht. Antiseptikum ist auch sehr gut. So, Holz. Ah! Das ist sehr gut. Verholzen wir die auch noch. Sehr gut. Ein Buch. Um nichts bringt. Es gibt Bücher, die am Abend gefunden wurden, die Fähigkeiten verbessern. Und zugleich habe ich herausgefunden, dass es mal updated hatte. Dass man zum Beispiel mehrere Schichten Kleider kann anlegen kann und so weiter. Säckchen kann ich nicht. Ich hoffe jetzt mal, ich habe genug Holz, vielleicht gleich noch ein paar Stück mitnehmen. Aber wahrscheinlich müssen wir durch zwei Tage noch hier überleben. Nehmen aber Stück einfach mal zum Anbrennen. Das sieht nicht aus. Natürlich alles, was man macht, verbessert die Fähigkeiten. Also je mehr Feuer du machst, je besser wirst. Du siehst immer die Chancenanzeige, bevor es... kommt es eigentlich? Ja, das kommt. It worked. Das ist alle Stück. Okay, dann. Schnell schauen auf. Was ist die Aufgabe? Wasser und Essen. Das heisst, hier oben können wir das Eis ja verändert. Schneeschmelzen, sagen wir mal 2 Liter. Und dann müssen wir das Wasser kochen, können es zwar reinigen, wird schneller gehen, aber sparen die mal. Man kann natürlich auch noch eine gewisse Menge tragen.
Das heisst, man muss irgendwo das Zeug lagern können. Was ist jetzt das Essen hier? Der Zustand ist 92%. Da muss man aufpassen, dass man keine Vergiftung hält. Ja. Mission gemacht. Infektionsrisiko heisst, wir müssen wahrscheinlich Antiseptikum nehmen, und sonst Antibiotika. Nein! Ich muss mal schauen, ob es etwas anzeigt. Okay. Die Kleider kann ich glaube noch nicht flicken. Nähzeug habe ich alles nicht. Okay. I don't feel so good. I need to rest up. Yes, schon 2 Tage überlebt. Es geht ein bisschen anders als im Survival Mode. Da musst du dir einen Schlafplatz suchen. Kannst du dir auch Leiter bauen mit Fell von erlegten Tieren oder Hütten suchen. Wir brauchen neues Holz. Um nicht zu erfrieren. Natürlich bin ich schon wieder unterkühlt. Scheiße. Ui. Gut aus, können die auch noch kleine Stöckli. I'm so cold. Warming up again. Ah, da ist Zedernholz, ist immer gut, es gibt lang Feuer. Nein, das ist gefährlich. Das sind schon verrecken. Das Zeug machen wir schon mal kaputt. Ja. Jetzt hat mir schon wieder Hunger. Essen haben wir aber nicht mehr gefunden. Ah, jetzt können wir es zunder, könnten wir ein Birkenholz nehmen. Bitte brennen. Wir haben schon 2 Feuer gemacht, also. Notfalls habe ich noch Brennsprit, der brennt es garantiert. So ist es ausgesetzt, sind wir da allein. Wer weiß, ob schon noch jemand überlebt hat. Die Geschichte ist ja so, dass irgendeine Klimakatastrophe ist geschehen, glaube ich. Schon da Stöfel nicht. Nehmen wir noch ein bisschen Wasser. Das ist das einzige, was ich habe. Schmelzt ein bisschen der Schnee, so kann ich mich wenigstens aufwärmen. Aber das Problem ist wirklich Essen. Schnell. Immer genug Wasser haben, garantiert. Die ganze Nacht, das heisst 9 Stunden Feuer. Wir müssen wieder Holz sammeln. Gibt mir nichts anderes übrig. Jetzt, wenn ich Holz habe. Zurück.
einfach zu wenig lang für. Das Buch rühren wir halt auch rein. Ich weiß nicht, ob es gesamthaft 9 Stunden muss gehen. Oder ob ich insgesamt 9 Stunden, aber wahrscheinlich muss es 9 Stunden brennen. Wenn ich natürlich jetzt blöd alle Äste vermüllt habe. 9 Stunden herbringen, dann ist das Problem. Ja, ich weiss, tut mir leid. Ich hoffe, ich überlebe das. Wie denn? Mit der Frierung und so. Kleine Ästchen wären. Oh, Zedernholz ist gut. Das bringt lang. Das ist nicht schlecht. Also muss wahrscheinlich gesamthaft 9 Stunden brennen. Die Äschlinge geben nur sehr kurz. Oh, sehr kurz Feuer. Probieren nochmal. Das sollte länger. Und fire looks good. Now to warm up before I freeze to death. Okay, wir haben eine Mission. Im Menü läuft die Welt weiter, so wie es aussieht. Körpertemperatur steigern, das geht von selber. Ich trinke noch mal ein Wasser, so wenigstens nie Durst hat. That should last me through the night. So tired. Okay. Vierter Tag. Jetzt schauen wir mal, ob wir da wegkommen. Ja. Wir brauchen Nahrung. Und so weiter. Wie sieht es aus mit Temperatur? Ich möchte noch etwas aufladen. Wir können noch schauen, dass wir auch mit dem Metallschrottsplitter können wir. Die Verbände haben wir noch. Wo ist das Zeitungspapier? Habe ich schon nicht mehr. Oh, hier. Machen wir schnell ein paar Zündis. Für den Notfall. Kran, nutze deine Ohren zum Überleben. Achte auf deine Umgebung, um überlebenswichtige Informationen zu erhalten. Ein Schwarmkräne im Himmel kann beispielsweise ein Tierkadaver oder eine menschliche Leiche in der Nähe hin. Jo. Schön. Fressen wir eine menschliche Leiche oder was? Hungrig. Ah, der Baum ist umgekippt. Der Baum ist umgekippt. Aber ich wollte zuerst noch die Kiste zerlegen. Und da ist jetzt immer noch Zeug drunter gelegen. Natürlich jetzt nicht mehr. So wie es aussieht, können wir da nicht wie im anderen Modus einfach raus in die freie Welt suchen, sondern sie sind zuerst mal an den Ort hier gebunden, zum Einführen. Da kommen wir da wahrscheinlich noch gar nicht weg.
Astrid's Rucksack. Nehmen wir natürlich. Nein, ich habe ja noch gar nicht zu essen gesucht. Jack Rabbit Remote Transport, Mackenzie speaking. Whoa, slow down, Morgan. What are you talking about? It's okay, Maureen. I've got it from here. Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since... I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well... What brings you... I mean... Are you sick? No, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. I thought that after... Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since... I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie... Will... I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait, questions? Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me, or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look, the weather out there is bad. Bad, but it's getting worse. You walk in here after years. I could have been dead. You could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you and some mystery metal case to some remote wilderness outpost. All because you walked in here and asked me to? Yes. Astrid, you can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Better buckle up tight, because it's going to be a rough ride. Ja, da wäre gescheiter nicht mit, aber so erfahrt man endlich, was Geschichte hinter dem Spiel ist. Whatever's in this case, Aspect is ready to die for it. I hope she hasn't already died. Aber hier, hallo? Ich kann den Rucksack nicht nehmen. Tonderwetter. Wahrscheinlich später mal. Holz könnte ich brauchen. Oh yes. Wir brauchen Kleidung. Grab auf Kleidung. Warum ist er jetzt nicht da, der Mantel? Ah, hier. Hat er jetzt den an, oder? Ich
Ich hoffe jetzt, das zeigt, er hat nachgelegt, ja. Man kann über zwei Schichten anlegen. Tee kann ich auch machen. Es ist ja klar, dass ich von diesem blöden Viech eine Vergiftung hole. Dreieinhalb Kilo Fleisch. Sofort Wasser trinken. Natürlich kochen wir das zuerst, ist klar. Aber Wasser brauchen wir dringend. So. Ohne Essen kannst du die Zeit auskommen, aber ohne Wasser. Schlecht. Da kann ich nichts mehr machen. Dann wieder zurück. Nehmen wir gleich noch ein paar Zweige mit. So. Das kann ich leider nicht zerlegen, das Zeug. Macht aber sonst noch irgendetwas. Für ist gekommen. Schade. Ja, das ist so, ja, noch nicht so spannend. Das ist eher so das Tutorial. Alle Stöckchen verbrennen. Wie lange geben die? Okay, das sollte länger. Das klingt doch schon mal gut. Am besten schnell alle kochen. Antibiotika habe ich ja schon. Wahrscheinlich brauche ich dann den Tee. Bevor das Fleisch noch schlechter wird. Bevor das leichteste Essen. Schau, wie viel ein halbes Kilo bringt. Kalorien, sehe ich es richtig? Boah, der hat Hunger. Oder frisst er, überfrisst er sich einfach gnadenlos. Untersuche die Schlucht, jetzt habe ich... Ich glaube, ich habe mehr gegessen, als ich hätte gebraucht. Wasser trinkt er ja nur, was er gerade braucht. Jetzt muss ich aus der Schlucht klettern, aber ich möchte nochmal schauen, ob man nicht irgendwie noch etwas findet. Am liebsten eigentlich der Rucksack. Normalerweise kann man die looten. Warum der jetzt nicht geht? Das geht wirklich nicht. Da komme ich nicht raus. Oh, hier kannst du klettern. Das war ja klar.
so Tagebutten sammeln und Schmerzmittel daraus machen. I feel stronger today. I think I can climb out of here now. Dein Wissen kann dich, wenn du schau, dass du Wissen zu Personenorten gehst, Hände frei. Okay. Ah, ich treffe Überlebende. Das Wissen kann ich wieder nachschauen. Nehmen wir da noch mit, ein paar Zundis. Ich habe das Gefühl, es wäre nicht schlecht, wenn wir ein bisschen Holz mitnehmen für den Notfall. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Ist nie verkehrt. Liegt etwas übersehen. Die Frage ist, ob ich hier runter muss. Ob ich da irgendwo klettern kann, aber ich vermute schon eher hier. Darf ich jetzt den Rucksack auftun? Auch nicht. Tagebutten nehmen wir mit. Können wir mal probieren. So, Mignon. Geschafft. So wie es mit Tagebutten kannst du auf jeden Fall Tee machen. Aber so wie es aussieht, kann man es als Schmerzmittel rein. Dass hier viel hat, ist ja nicht sicher, dass du die überall findest. Nehmen wir die mal mit. Er hat doch gescheiter Tee draus gemacht. Er hat es einfach nur geschluckt. Jetzt tonnenweise Hagebutten. Nicht, dass ich das später denke, hätte ich die nochmal mitgenommen. Die könnte man jetzt brauchen. Darf aber auch nicht zu lang wegen der Zeit. So etwas nehmen wir mit. Hast du geschafft? Die kann ich das irgendwo finden, sicher mal eine Lagerstelle. Da kann ich mir die nachher einlagern. Holz finden wir schon mal nicht mehr. Das kann gefährlich werden, wobei die Jacke sieht warm aus. Wir kennen hier Erfrierungserscheinungen. I forgot to take it off.
I wear mine too. Why? Memories, I guess. I thought you wanted to forget. Not all of it. Look. I should have looked for you. It's okay. I've kept busy. I've moved on. You sure? Because this all seems pretty familiar. You still working with that researcher, Dr. What's his name? No. No, I'm not working at the center anymore. Well, then where? I'm working on my own. Freelance, you could say. Freelance doctor? That sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane and drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. And it's under control. I know, okay? I'm not here to fight, really. I think about him all the time, you know? I know you do. But I didn't. Choice I made. I did it for us. You don't have to. Let's just not. No. It's important that you hear this. There's things I need to Mackenzie, say. Mackenzie, not now. There's. Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Yeah. There must be signs of Astrid around here somewhere. Riesengeschichte mit seiner Ex-Frau. Vielleicht finden wir sie irgendwo. Wahrscheinlich ist sie eher tot. Kommen wir jetzt in die Geschichte. Das heisst, wir machen die nächste Folge. Gehen wir dem weiter nachher. Ich brauche einfach mal Holz sammeln, weil wir brauchen das sicher nächstens. Egal wie das rauskommt. Man muss in diesem Spiel halt immer ein bisschen suchen. Man irgendwie Geheimnis gefunden. Man zum Beispiel im Überlebensmodus hat man können einen Bunker finden, der voll Essen und Zeug war. Munition und ganz Zirkus. Kann ich nichts machen. Vielleicht geht der Flieger über Nacht wieder runter. Trockenfleisch, sehr gut. Getränk. Zucker kann man da gut brauchen in dieser Situation. Ah, da haben wir Holz. Okay. Vielleicht kommt da wieder etwas vor, was in dieser Kiste drin war. Genau. Ich denke, das können wir auch gut brauchen. Schauen wir doch mal nachher. Ah, da kann ich ein bisschen seine Werte anschauen. Der ist wieder unterkühlt. Natürlich kann ich die Jacke nicht annehmen. Leider habe ich da noch nie da zu legen. Aber
das hätte ich dann früher können machen, ein bisschen mehr anlegen. Das Zeug ist gefroren, da bringt es natürlich auch keine Wärme mehr. Okay. Astrid. Suchen den Bereich abchecken. Ich brauche aber irgendwo wieder einen Platz für ein Feuer. Die Frage ist, wo machen wir das? Eine Hölle wäre natürlich geil. She definitely passed through here. And in a hurry. Ui. Tieren auszuweichen und so weiter. Die Frage ist, ob ich nicht zuerst das Feuer machen sollte. Da habe ich die Double vergessen. Da habe ich auch vergessen, die Jacke anzulegen, ist sie natürlich jetzt nicht gewärmt. Hier das Feuer machen, schnell. Könnte man mit Birkenrinde probieren. Schon einige Feuer gemacht. Das hat echt gut gemacht. Nur mal so kurz für ein bisschen Kleidung aufzutauen. Und etwas essen und trinken. Vielleicht noch Tee machen. Goodness for that. Stunde zu lange. Ich kann kein Tee machen im Moment. Dann haben wir mal das Beef Jerky. Funktionieren. Das Lagerfeuer bringt mir hier auch nicht viel. Hm? So, dann gehen wir weiter. Das ist also nicht so einfach, dass du draußen kannst. Ui, so schnell lädt das nicht mehr auf. Natürlich auch viel Gewicht aufgeladen. So eine Hölle wäre nicht schlecht. Größere Stöcke zu legen lassen wir. Irgendwann etwas versteckt wäre. Das wäre nämlich noch geil. So, das reicht. Da kommen wir. Da ist nichts. He? So, dann wäre es das einmal mal gewesen mit der Einführung.
kann ich in der nächsten Folge loslegen. Zuerst mal hier schauen, ob wir das Tier sehen. Hasen. Aber keine Hütte.